Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Heute mal wieder aus Kreuzberg. Ja, wieder in Kreuzberg, weil hier gibt es halt wirklich viele Geheimtipps, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich glaube, aber heute ist das der letzte Laden, den ich euch in Kreuzberg zeige. Und deswegen, ich wollte euch wirklich Läden zeigen, die keiner kennt und nur Insider. Und das ist Mercan, Wiener Straße 10, direkt am Görli. Das ist ein Familienbetrieb. Hier gibt es türkische Hausmannskost. Und zwar richtig, richtig lecker. War auch lange nicht mehr hier. Ich bin auch gespannt, ob alles noch so ist, wie es war. Ich freue mich auf jeden Fall, euch so eine Läden zu präsentieren. Das nächste Mal wird es nicht mehr Kreuzberg sein, versprochen. Aber der Laden liegt mir noch am Herzen. Gehen wir mal rein, checken den Laden ab. Kommt mit. So, wir haben hier ein paar klassische türkische Hausmannsgerichte. Und zwar ist es hier, dass vorne in der Vitrine mehrere Gerichte liegen. Ihr könnt euch eine aussuchen. Im Menü kriegt ihr dazu Reis, Salat. Und ja, wir haben jetzt mal zwei Gerichte genommen, weil ich würde jetzt eigentlich die ganze Karte da probieren, aber wohin damit? Ja, ansonsten haben wir hier schöne Dolma, gefüllte Paprika mit Hack und Zwiebeln. Ein traditionell türkisches Gericht. Türkische Hackbällchen. Auf jeden Fall haben wir hier Bohnen auf dem Reis. Das ist so der typische, klassische türkische Reis. Und ich habe, glaube ich, gelesen, dass das Menü 14 Euro kostet. Das heißt, ein Gericht mit Reis, mit Salat, 14 Euro. Die genauen Preise blenden wir euch nochmal ein. Und ja, ich probiere mal. Kichererbsen haben wir auch hier mit den Hackbällchen. Ja. Ja, sehr, sehr lecker. Auch die Hackbällchen schön weich, gute Konsistenz. Das ist so eine Art Joghurt-Soße mit Öl, schöne Gewürze drauf. Schmeckt sehr, sehr gut. Und ja, probieren wir mal die Hackbällchen. Paprika. Normalerweise, wenn ich Paprika zu Hause mache oder so gefüllte, nehme ich meistens die roten, weil die grünen sind mir meistens zu bitter. Aber probieren geht immer studieren. Ja, lecker. Wir haben hier Reis und Hackfleischfüllung. Ich kenne viele, denen ist diese grüne Paprika Dolma zu bitter. Ja, aber geht gut klar. Ich finde es nicht so bitter. Schmeckt gut. Ja. Die gehen erst nicht. Zergeht richtig im Mund. Nehmen wir mal den Salat. Kann man nicht viel falsch machen. Tomaten, Zwiebeln. Aber es hat, wie gesagt, ist ein Familienbetrieb. Die machen halt, wie gesagt, traditionelle Hausmannskost. Und ihr habt wirklich nur so Eintöpfe da vorne zu liegen. Und so ungesund ist das auch nicht. Ja. Der Reis. Ah, ja, ist okay. Aber ich glaube, wenn du mit Soße machst, Bella. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Es gibt hier noch, was haben die hier noch? Lammhaxe, gemischte mit Hähnchen, mit Gemüse. Wir haben noch dann normale Köfte mit Kartoffeln. Ich glaube, die Tagesgerichte wechseln hier auch. Aber auf jeden Fall sehr empfehlenswerte Laden. Also wer wirklich mal was anderes will, ja, ist wie gesagt, ich zeige euch gerne Läden, die anders sind und nicht immer das Standardding. Den würde ich empfehlen, mal wirklich hier essen zu kommen. Ja, ist halt rustikal hier alles so. Ist halt nicht 5 Sterne Deluxe-Ambiente, aber rustikal passt auch zum Essen. Es ist wirklich Hausmannskost. Ja, das ist auch nur eine Station heute, die ich euch zeige. Ich zeige euch halt noch einen Laden. Ansonsten fuchtel ich mich jetzt noch ein bisschen durch, teste jetzt noch das Dessert. So eine Art Kuchen
in Zuckersirup getränkt. Mhm. Ja. Geht auch klar sogar. Ja. Mhm. Ist halt Zuckersirup getränkt. Wenn man Gastronom ist und mit Kunden zu tun hat, dann muss man natürlich, es ist wichtig, auf die Menschen zuzugehen, gut zu behandeln. Als ich zum Beispiel letztens in Istanbul war, ja, tja, wir haben uns hingesetzt, wir wurden von 4 Kellnern angegriffen, wir wurden behandelt wie Könige, wir wurden umsorgt. Du musst dich ja wohlfühlen auch in dem Laden, ne? Hier habt ihr wirklich gutes Essen, aber ich muss ehrlich zugeben, wohlfühlen, so tue ich mich hier nicht so doll. So, ja? Ich weiß, hier gibt es gute Hausmannskost, aber Wohlfühlfaktor ist auf jeden Fall Minus. Safe, Minus, Minus. Essen ist gut, ist halt Hausmannskost, aber es gehört ja auch der Wohlfühlfaktor dazu. Ne? Und deswegen, ja, war lange nicht mehr hier, wusste nicht mehr, wie es so war hier. Leider, schade, hätten die uns wirklich herzlich empfangen. So, weiß nicht, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann wären natürlich jetzt hier auch mehr Pluspunkte angesagt, aber ich bin auch ehrlich und ich werde mich von keinem Laden lumpen lassen und sagen, was Sache ist. Und hier war halt so, dass es sehr kalte Stimmung ist, aber warmes Essen. Ja, das wollte ich euch noch so mitteilen. Ansonsten bis gleich, zweite Station. So, angekommen an Station Nummer 2. Heute Hausfrauen-Spezialitäten. Heute haben wir hier Gözleme, anatolische Küche. Das ist so eine Art Teig gefüllt. Machen auch hier Hausfrauen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, auf jeden Fall, den Laden möchte ich auch gerne zeigen. Hier esse ich auch privat oft. Ja, wenn wir mal hier sind. Ich war mal mit Velvet Beef auch mal hier, aber da war der Laden zu. Konnten wir euch nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch den heute. Heute ist er offen. Und ja, let's go. Ich zeige euch mal ein paar leckere Sachen hier. Also hier haben wir die leckere Gözleme, die wirklich von Hausfrauen, hier stehen drei Hausfrauen hinterm Tresen, die bereiten das alles vor. Hier ist natürlich auch ganz andere Stimmung als da, wo wir waren, ein bisschen wärmer, ein bisschen herzlicher, so wie ich es mag. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall einmal schön mit Kartoffelfüllung und einmal schön mit Spinatkäse. Für 3 Euro kann man nicht meckern, also ihr kriegt für 3 Euro eine handgemachte Gözleme. Und ja, probier mal. Trockenteig. Boah, zergeht im Mund. Teig schön frisch. Also man schmeckt wirklich die Handarbeit dahinter. Schön Kartoffeln, Gewürze, Petersilie. Dampft schön. Also ich kann euch den Laden wirklich nur empfehlen. Anatolische Spezialitäten, wirklich ausgemacht von Hausfrauen hier. Schön mit Kartoffelfüllung. Dampft auch schön. Schön mit Kräutern, Petersilie, Gewürze drauf. Gut gewürzt. Schöner, frischer Teig. Und hier Spinatkäse. Der Klassiker. Was die meisten auch bestellen. Und wie gesagt, eine Gözleme für 3 Euro. Handgemacht. Hand vor deinem Auge zubereitet. Also kann man nicht meckern. Hier holen wir zum Glück auch herzlicher Empfang. Es ist nicht wegen der Kamera oder so, es ist einfach so Gastronomie. Man will halt gut behandelt werden, ein schönes Erlebnis haben. Das ist halt wichtig beim Essen. Hier gibt es auch nicht nur Gözleme. Der Laden heißt Gözleme, ist deren Spezialität, aber ihr kriegt hier genauso Salate, Hausmannsgerichte, Mante. Hier gibt es eigentlich einiges. Aber das ist halt die Spezialität des Ladens. Und die hat es in sich. Ich habe jetzt Kartoffelfüllung genommen einmal und Spinatkäse. Ihr kriegt natürlich auch andere Füllungen. Es gibt auch Fleisch und ich glaube Fleisch. Du kannst auch mixen, Kartoffeln mit Käse, Sucuk, was auch immer. Ich habe jetzt meine Lieblingsvarianten genommen. Es ist einmal gefüllt mit Kartoffel und einmal gefüllt mit Spinat und Käse. Und ja, ansonsten, wie immer, abonniert den Kanal, Support ist kein Mord. Umso mehr ihr supportet, umso mehr kann ich euch bieten. Natürlich geht es auch bald in andere Städte. Ich lese immer in den Kommentaren auch zum Beispiel, auch letztes Mal bei der letzten Sendung, was für Fleisch ist das? Guckt euch die Sendung an. Eigentlich jede Information, die ihr haben müsst, geben wir euch. Preis,
was das für Fleisch ist. Wie gesagt, Gäste kommen. Ihr wollt Gäste, ihr kriegt bald Gäste, versprochen. Ihr wollt, dass wir in andere Städte gehen? Ich komme bald in andere Städte. Nicht nur Städte, auch andere Länder, versprochen. Safe, easy, alles schon geplant. Aber abonniert den Kanal. Wir sind fertig heute. Das war's heute mit der Hausmannskost. Türkei-mäßig. Also der erste Laden war türkische Hausmannskost. Hier ist so anatolisch-kurdische so Küche. Schöne Teigwaren, alles von Hausfrauen gemacht. Hier fand ich natürlich den Empfang natürlich herzlicher. Und hier schmeckt es auch wirklich brutal. Ja, das heißt nicht, dass der andere Laden auch nicht schmeckt. Der andere Laden war sehr, sehr lecker. Nur halt ein bisschen kühl die Stimmung so. Wenn man irgendwo schön essen geht, dann muss auch warme Stimmung sein. Das war's, bis zum nächsten Mal. Big Baba.